Eine Metastase, sagen wir immer, das sind Ableger des primären Tumors, der vielleicht im Darm ist und der dann streut über Lymphgefäße, über Blutgefäße in andere Organe, häufig zum Beispiel in die Leber. Das ist ein klassischer Metastasierungsort für viele Tumoren, die wir kennen, auch für Bronchialkarzinome beispielsweise. Und dort finden wir dann Tumorzellansammlungen, die nicht dem Primärtumor entsprechen, sondern eben dessen, man sagt auch, Tochtergeschwülste. Und das bezeichnen wir dann als Metastase.